Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute geht's weiter, nahtlos weiter vom Teil 13. Bei mir jetzt, was habe ich die ersten Tage in Thailand gemacht? Was war mir wichtig? Zuerst einmal die Information, ich bin reingekommen hier in Thailand mit dem Non-Immigrant O-Visa. Und darauf wurde ja dann alle Extension of Stay dann darauf verlängert. Ne? Aber erstmal natürlich 90 Tage Non-Immigrant O-Visa. Ne? Gut, dann geht es erstmal um die Meldung machen, aber was macht ja das Hotel dann? Wir waren die ersten Tage noch in Pattaya, weil ich ja noch einiges zum Erledigen hatte. Und das möchte ich heute hier kundtun, was wir da jetzt gemacht haben. Ne? Also, erstmal war Führerschein machen. Wichtig erstmal, weil ich hatte genau keinen Teilführerschein. Wir haben das so gemacht, wir sind erstmal hingegangen zu der Führerscheinstelle in Pattaya, haben nachgefragt, was wird denn heute verlangt? Ist ja wieder ne, unterschiedlich, ein Tag ist so, nächste Woche ist wieder anders dann. An dem Tag, wo wir dann da waren, hieß es, du musst deinen deutschen Führerschein haben, du musst deinen internationalen Führerschein haben, den übersetzen lassen, beglaubigen lassen und dann wiederkommen. Gut, also haben wir das jetzt gemacht. Und zwar hinterm Big C, Pattaya Klang. Da hat so ein Übersetzerbüro da und da waren wir dann dort gewesen, haben meinen Führerschein, den deutschen und den internationalen Führerschein dort übersetzen lassen. Beglaubigung macht die Frau dann auch. Die geht dann zum Beglaubigen da auch hin. Konnten wir dann, es war so ein, zwei Tage später, dann alles abholen. War gerade nicht so teuer, aber ich habe den Preis jetzt gerade nicht im Kopf dann da. War aber vom Bezahlen her in Ordnung. Ne? Gut. Danach gehst du dann früh zur Führerscheinstelle wieder hin, meldest dich da früh an, weil viele Menschen sind dann da. Und dann musste halt erstmal diesen Film da anschauen hier. Der ging, glaube ich, 90 Minuten hier auf Thai über die Verkehrsregeln auf Thai. Ja, toll, da sitzt du ja dann da, verstehst nichts davon, aber ist ja egal. Musst es halt natürlich machen. Und wenn das dann fertig ist, dann gibt es dann hier diese Sehtest, eine Ampel, ne? Muss dann da gucken, gelb. Rot-Grün musst du dann sagen. Und bei mir waren dann noch diese Stäble hier. Ne? Also dieses dreidimensionale kommt dann Stäble hier und dann musst du dann Stopp sagen, wenn es dann auf dem richtige Position ist. Dann, ne? Gut, das war eigentlich dann alles. Das war die Führerscheinprüfung. Da musst du wieder warten, auf die Foto machen. Kriegst du noch Fotos gemacht, dann Führerschein abholen. Also das geht, also kannst sagen, echt den ganzen Tag, ne? Bis du das dann fertig hast, bist du mal wieder einen Tag rum. Ja, ich sage es windig heute, ne? Na gut, das war also der erste Punkt, den wir jetzt gemacht haben, in Pattaya noch den Führerschein machen. Gut, was du auch nicht vergessen darfst, ist natürlich dein Reisepass, ne? Der muss auch mitnehmen, habe ich noch vergessen zum sagen. Und der erste Führerschein ist dann 2 Jahre gültig. Und nach 2 Jahren musst du dann wieder hin und dann wird der wieder verlängert. Auch wieder Film ansehen, Ampel gucken, Stäble machen da, Ding da, Stäble da, ne, und so. Und dann ist der dann 5 Jahre gültig. Aber erstmal dann 2 Jahre, ne, gut. Ja, war der Tag dann rum, ne, und was machst du dann noch am Abend dann? Ja gut, dann gehen wir mal Sailor Bar, ne, Sailor Bar rein. Cocktails da schlürfen sind ja billig, ne? 60 Baht. Gibt es die alle heute noch, die Sailor Bar? In den jetzt Corona-Zeiten haben die jetzt überlebt, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall waren wir dann 2018 noch in der Sailor Bar drin, war ja alles noch da voll und so, ne? Klar, viele Touristen auch dann da, ne? Und schwätzt auch dann da mit den Leuten, das ist auch klar. Und irgendwann kommt dann ja das Thema dann, ja, wann musst du denn mal wieder zurück, ne? Wie lange bleibst du hier denn noch mit deiner Frau dann da so, ne? Und dann kommt dann da der erste Moment, wo du dann sagen darfst, ich wohne hier.
ich gehe nicht mehr zurück. Das ist auch ein ganz toller Moment, wo dann erste Mal dann ne, klar wird, wo du dann sagst, ja, ich gehe nicht mehr zurück, ich wohne hier in Thailand. War für mich auch ein ganz schönes Erlebnis so. Ne? Ja gut, das mal nur zum Rande hier. Dann war mein nächstes auf der Liste Auto kaufen, was ich ja haben muss hier auf dem Land ja sowieso, ne, muss ja hier ein Auto haben, kannst du nicht in Partei, okay, kannst du mit deinem Badbuster fahren oder so, aber hier auf dem Land, im Isan, gibt es ja das ja auch nicht, ne? Also Auto kaufen war auf jeden Fall auf dem Punkt drauf. Dazu musste dann aber zu Immigration gehen und dir eine Meldebescheinigung besorgen. Die musst du also haben. Gehst du hin, Immigration, Reisepass ist ja klar, musst du mitnehmen dann und dann kriegst du die Meldebescheinigung. Bei mir war es ja dann vom Hotel, hat aber genügt. Ne? Nur du musst ja irgendwo gemeldet sein. Also Thailand möchte gerne wissen, wo sich die Pharangs aufhalten. Ne? Also Meldebescheinigung musst du auch zum Autokauf dann haben. Gut, haben wir dann gemacht, ging auch recht problemlos in Immigration da in Jomtien. War also kein Hexenwerk dann das zum Holen. Klar, ne? Gut. Dann Auto kaufen. Den ersten, was ich mir so angeschaut habe, war, ging wegen Preis, ne? War ein Honda CRV. So ein Geländewagen da, ne? Okay. Der stand in Bangkok und hab dann den Typ auch ein paar Mal angerufen, hab mich nach dem Zustand erkundigt, Kilometer, wie viel Hand und so. Ja gut, was das so üblich da so machst dann da. Und ein paar Mal angerufen, okay, er hat mir da das Auto gut beschrieben hier. Und ich sag, okay, pass auf, ich komme heute. Ne? Verkaufs Auto nicht, ich komme. Ich fahre mit dem Bus, fahren wir los und ich hol das Auto ab. Ich kaufe den Wagen. Also. Gut. Losgefahren. Zwischendrin hat meine Frau dann nochmal angerufen hier, genau nach dem Weg jetzt gefragt. Er sagt dann auch hier, da und dahin müssen wir dann da, den Taxifahrer das jetzt erklärt. Okay, wir sind unterwegs. Dann hat meine Frau nochmal angerufen, weil der Weg hat so nicht gestimmt dann da. Und dann beim letzten Anruf sagt doch der widerliche Kerl, das Auto ist verkauft. Gerade weg. Und wir kommen gerade um die Ecke da an, ne? Er sah gerade weg. Ja, sind wir ausgestiegen da und hatten das Auto nur angeschaut. War ein schönes Auto, hätte ich auch wirklich gekauft dann, ne? Er sagt zu dem Typ dann da, was das soll, wenn ich da doch anrufe und ich rufe zwischenzeitlich auch noch an. Du weißt, ich komme. Ich bin Deutscher. Wenn ich dann sage, ich komme, ich kaufe das Auto, dann mache ich das auch, wenn der Zustand dementsprechend ist. Ist klar, wenn er falsch beschrieben hätte, ist das Auto auch nicht gekauft. Aber er hat es richtig beschrieben auch, ne? Was das denn soll. Ich bin jetzt umsonst gefahren, habe einen halben Tag im Bus gesessen, hier durch Bangkok jetzt gefahren da. Wofür? Ne? Ja, hin und her. Ich sage, das ist nicht richtig, das ist falsch. Und ich will wenigstens das Geld vom Bus zurückhaben. Ja, hat er mit seinem Chef noch telefoniert dann da und sagt, ja, hier der doofe Deutsche ist hier da, ne? Und ärgert sich da jetzt rum. Ob ich denn kein anderes Auto hier auf dem Hof finde. Ich sage, nein, ich finde kein anderes Auto auf dem Hof. Ne? Ja gut, er hat mir dann auf jeden Fall noch den Busgeld wieder zurückerstattet. Ne? War ja ein Tag dann weg. Ne? Wir hatten auch sonst kein anderes Auto auf der Liste da. Ne? Sind wir wieder zurückgefahren nach Pattaya und dann war der nächste Tag auch schon wieder rum. Toll, fing schon mal wieder gut an. Gut, Uwe hat daraus gelernt. Und dann den nächsten Tag damit verbracht, erstmal Internet durchzustöbern und ein paar Autos rauszusuchen. Einige Autos rauszusuchen, wenn wir nochmal nach Bangkok dann fahren, dass wir da noch einige Autos zur Auswahl da haben und nicht nur einen haben. Gut, haben wir dann auch gemacht. Ja, habe ich ja schon gesagt, die Seite, die mir da ja gut gefallen hat, ne, das war ja die one2k.com, ne? Die war ja auch gut. Gibt ja noch andere Seiten da. Ne? Habe ich aber dann umgeschaltet und habe dann doch nach einem Pickup gesucht.
Also Ford Ranger habe ich mir rausgesucht, dann Chevy Colorado, Mitsubishi Triton, ne? Und habe dann einige auf der Liste gehabt dann, ne? Okay. Und noch mal was gelernt: Wenn du mit dem Bus fährst in Thailand, nimm dir bitte einen Pullover mit und eine Pudelmütze. Wenn du in dem Bus drin sitzt, es gibt ja da auch nur Digitalklimaanlage. Digital heißt entweder 0 oder 1. Und da ist immer 1, ne, angesagt. Also Klimaanlage im Bus, volle Pulle an, also bestimmt 16 Grad. Höchstens 16 Grad in dem Bus von Pattaya nach Bangkok. Saukalt. Frierst du den Zipfel ab wieder, ne? So kalt ist das in dem Bus. Okay. Pullover mitgenommen, Pudelmütze mitgenommen und dann wieder hochgefahren nach Pattaya, nach Bangkok, nach Bangkok natürlich. Okay. Gut, also dann den Tag verbracht mit Autos suchen. Ford Ranger geguckt. Ja, Zustand war nicht so wie auf dem Foto, war nicht so wie beschrieben da, ne? War also von den Kilometern, was angegeben hat, bestimmt nicht, ne? Mit 120.000 ganz gewiss nicht. Der war so zerritten, ne? Also wenn du auch so guckst vom Lenkrad, Armauflage, Bremspedal, wie abgenutzt das da auch war, Kratzer drauf, ne? Also wirklich zerrittener Zustand. Der hat bestimmt 320.000 gehabt, ne? Stehen gelassen, nicht gekauft, ne? Dann hat man noch geguckt, ein Chevy Colorado. Der war vom Zustand wirklich schön, muss ich sagen. Kostet aber auch dann 500.000. Und dann, wo es ging ums Kaufen, ein bisschen runterhandeln, nein, überhaupt nichts, ne, gar nichts dann da. Sogar noch 50.000 mehr hat er drauf jetzt gemacht. Irgendwelche Gebühren, Abgaben müsste ich auch noch extra zahlen, müsste ich sogar noch 50.000 mehr dafür zahlen. Hat Uwe dann auch wieder kehrt gemacht, ne, und habe gesagt, nee, kaufe ich da auch nicht. Haben noch andere Autos angeschaut dann, bis wir dann endlich mal hier beim meinen jetzt waren, den ich jetzt habe hier. Den Mitsubishi Triton. Und der war jetzt damals 2012 Baujahr. Mit erster Hand sogar. Leder, Klima, Automatik und mit der Abdeckung hinten drauf auf der Ablage, was ich haben wollte. Und den haben wir dann auch gut angeschaut. Zustand her war, so wie ich mir das dann auch vorgestellt habe. Kilometerleistung entsprach auch der jetzt Wahrheit. Und dann sagte ich, okay, den möchte ich dann Probefahrt machen. Ne? Okay, sagt er, machen wir Probefahrt. Gut, wie läuft denn so eine Probefahrt ab in Bangkok? Stau, ne? Also Probefahrt gemacht, eine Stunde, ja, geil, ne? Aber davon stehst du 45 Minuten lang im Stau drin, ne? Also Probefahrt ist wenig aussagekräftig in Thailand. Wenn du gerade so ein Auto kaufst in Bangkok, stehst du die meiste Zeit im Stau. Okay, kannst gucken, ja, Klimaanlage tut, Bremsen tut er auch, Lenkung zieht wahrscheinlich wohl nicht rum, so, ne? Okay, dann haben wir dann gesagt, dann trotzdem, ich kaufe das Auto, aber nochmal richtig geguckt, dann vorne waren die Reifen noch gut und hinten waren sie total runter, ne? Macht noch neue Reifen drauf. Hat er auch dann da jetzt gemacht, dann da, haben das Auto auch noch hochgenommen in der Werkstatt dann und habe ich von unten auch noch schauen dürfen, wie das Auto aussieht. War auch alles gut von unten da, ne? Okay. Gut, dann habe ich das Auto dann gekauft. Wie läuft denn das in Thailand ab? Das läuft so ab. Und zwar machst du erstmal einen Kaufvertrag. Klar, ne? Aber natürlich auf Thai. Ist auch klar. Also du weißt jetzt nicht, was da drin steht. Kannst ja nicht Thai lesen. Normale Menschen können das ja nicht lesen. Ich kann es auch nicht lesen. Ne? Gut, meine Frau war natürlich immer jetzt dabei. Die hat dann den Vertrag dann da durchgelesen und sagt, das ist in Ordnung so, was da drin steht. Glauben wir es ihr mal. Ne? Okay. Kaufvertrag gemacht. Dann muss dann dazu deine Meldebescheinigung abgegeben werden. Reisepass wird kopiert und das war's dann schon. Natürlich musst du bezahlen. Das ging dann so ab. Ich habe noch kein Geld dabei gehabt. Klar, so viel Geld habe ich ja nicht mit, wenn ich da unterwegs gehe. Ne? Bankkonto habe ich dabei gehabt. Wir sind also zusammen dann zu meiner Bank hin, haben dann
auf der Bank das Geld überwiesen, auf dem Verkäufer, auf dem Händler sein Konto dann. Und dann war die Bezahlung somit erledigt. Und dann hatten wir es eigentlich soweit dann fertig gehabt. Das blaue Buch bekommst du noch nicht mit. Das blaue Buch, also der Fahrzeugbrief, den bekommst du dann noch nicht mit. Das macht der Händler dann später und schickt dir das dann zu. Dauert ungefähr eine Woche so, bis du dann deinen Fahrzeugbrief dann zugeschickt bekommst. Hat also ohne Probleme geklappt. Bei meinem Mercedes war es auch so, ging es also dann genauso da. Ne? Also das klappt in Thailand bei mir auf diese Art und Weise. Ne? Gut, das war eigentlich der Autokauf. Das war dann um 16 Uhr waren wir dann fertig mit dem Autokauf. Und dann ging es nach Hause. Wie gesagt, es war 16 Uhr, wo wir uns dann auf den Heimweg nach Pattaya gemacht haben. Erstmal 16 Uhr, Rush Hour in Bangkok. Was für ein Verkehr. Und bis wir da erstmal rausgefunden haben, der Händler war ja im Zentrum da so drin, bis wir dann erstmal unseren Weg da jetzt gefunden haben. Ich hatte Navi. Okay, ging gut, soweit es gut ging, bis ich dann einmal falsch abgebogen bin und dann war ich verloren. Man hatte Bangkok nicht, aber wirklich war. Ich habe mich auf das Navigationsgerät verlassen und bin dann der Navigation weiter gefolgt. Was ich aber jetzt nicht bedacht habe, was ich erst später gemerkt habe, wo ich wirklich total mich verfranst habe, war, Navigation sieht mich oben auf der Hauptstraße. Und Bangkok hat ja stufenweise die Straße, also oben eine, ne, Mitte eine vielleicht manchmal und dann ganz unten eine. Wir waren ganz unten, in den Katakomben drin. Und Navi führt mich da natürlich, sieht mich oben weiterhin und ich bin unten drin. Leck mich am Arsch, du, was hab ich mich da verfranst, bis ich da wieder rauskam. Da lief aber einiges an Tropfen Schweiß, ne, obwohl die Klimaanlage funktionierte. War ich am Fluchen und habe mich da wirklich total verfahren in Bangkok drin. Um diese Uhrzeit auch noch drin, wo wirklich so viel Verkehr war. Und du kannst auch da nicht umdrehen irgendwo, wo mal da. Es ist ja, ne, alles Einbahnstraße da, ne? Katastrophe. Also der Verkehr sowieso in Bangkok. Und wenn du dich da nicht auskennst und du fährst sowieso das erste Mal jetzt ein fremdes Auto. Okay, jetzt dein Auto jetzt, ne? Fährst jetzt ein neues Auto in einer fremden Stadt und dann auch noch Bangkok. Oha, also das war wirklich eine ganz tolle Heimfahrt. Na gut, wir haben es nach ein paar Stunden geschafft. Es wurde ja auch schon dunkel dann, ne? Also werde ich niemals vergessen, diese erste Heimfahrt dann, ne? Ja gut, dann sind wir nach Haus gefahren. Wir haben ja den Weg doch noch gefunden, haben die Schnellstraße wiedergefunden. Was war es, die A9, glaube ich, ne? Richtig, egal. Die Autobahn dann wiedergefunden und dann nach Haus gefahren, nach Pattaya. Der Verkehr wurde dann weniger, so um 8 Uhr, 9 Uhr abends, ne, wurde der Verkehr weniger. Und dann kann man mal ein bisschen entspannen, ne, ein bisschen ruhiger machen und dann die Ohren spitzen. Und was habe ich da gehört? Auf einmal fängt es an zu piepen. Ich höre so ein Pfeifgeräusch. Wenn du so neben den Leitplanken fährst, dann da beim Gas geben, fängt es an zu piepen, so ein Pfeifgeräusch. Ne? Ich habe bei den 2,5 Liter Turbodiesel gekauft und habe ich gleich erstmal auf den Turbo getippt, ob es der Turbo ist, ne? Das typische Turbo-Pfeifen. Dann, ne? Oh, dachte ich schon, oh Scheiße, war es doch jetzt ein Griff ins Klo. Na ja, gut, wir kamen nach Hause dann. Auf dem Parkplatz vom Hotel noch mal jetzt geguckt, dann da noch mal jetzt gehört, jetzt pfeift, ne? Scheiße, ne? Na gut. Ich war am nächsten Tag in Pattaya zur Mitsubishi-Werkstatt hin und Auto dann da vorgestellt, ne? Und sie meinte dann, war eine Frau, die da geguckt hat, ne? Nee, also Turbo sagte mal jetzt mal nicht, aber das Pfeifen kennt sie. Wasserpumpe, ne? Zahnriemen, Umlenkrolle, Wasserpumpe. Wann denn der letzte Zahnriemenwechsel war? Ich sag, keine Ahnung. Ne?
Ja gut, sie guckte dann da rein, da in ihrem Computer. Der Mitsubishi war auch drin, wurde auch dort in Mitsubishi-Werkstatt immer jetzt gewartet, aber der Zahnriemen war fällig. Ne? Also der wird ja bei Mitsubishi 100.000 rum, wird der so jetzt gewechselt, 90.000, 100.000. Mein hatte zu dem Zeitpunkt 112.000 Kilometer und meinte sie, also der muss raus, der wird es dann sein. Ne? Okay, Auto dann stehen gelassen da. Und dann war wieder ein Tag rum, ne, muss ja dann jetzt gemacht werden. Ne? Währenddessen hat dann meine Frau den Händler noch angerufen, was denn da ist jetzt mit Garantie und Zahnriemen nicht gewechselt und so. Ne? Sagt er ja, okay, gut, ich gebe noch die Hälfte vom Werkstattkosten noch dabei dann. Ne? Ich habe es nicht mehr im Kopf, es war entweder war es 10.000 Baht oder 20.000 Baht, was wir da jetzt bezahlt haben. Müsste ich nochmal gucken, scheißegal. Auf jeden Fall, er hat dann die Hälfte vom Preis nochmal dazu gegeben, von den Werkstattkosten. Und danach war es das Pfeifen auch weg, ne? War es dann auch gut. Ich habe mit dem Wagen also jetzt weiter noch nichts gehabt, muss ich sagen. Ich hatte jetzt 154.000 Kilometer drauf. Einmal war der Dieselfilter zu. Da habe ich an so einer kleinen Dorftankstelle getankt, ne? Und danach hat er kein Gas mehr angenommen. Dieselfilter zu. Ne? Okay. Das war das einzigste übliche, sonst mal da gehen, gut Bremsen gucken. Bremsen, Scheiben abgedreht. Und sonst zuverlässiges Auto, muss ich echt sagen, würde ich auch so nicht mehr hergeben. Echt zuverlässig, der Mitsubishi Triton. So, das waren also jetzt die ersten Tage in Pattaya in Thailand, die wir dort verbracht haben. Es waren so ungefähr so 10 Tage, wo wir dann in Pattaya waren, bis wir alles jetzt erledigt hatten, was wir so erledigen wollten noch. Ne? Wir waren auch noch im Einkaufen, noch. Wir hatten ja auch nichts hier. Ne? Haben noch was eingekauft, was so noch fehlte noch hier. Bratpfanne, Töpfe, Teller, Tassen. Ne? So in den Shop da hinten, in dem China-Shop da in Nak Loa da. Da noch groß Einkauf gemacht. Ging also 10 Tage ging bestimmt rum. Ne? Und dann endlich sind wir hier nach Hause gefahren, nach Hause jetzt nach Sakunakorn mit dem Triton. Auch so, die Strecke geht es ungefähr, geht 9 Stunden, die wir jetzt gefahren sind da. Ohne Strafzettel damals, 2018. Ohne Strafzettel. Ich bin ja normal gefahren, wie ich immer so fahre, ne? So 90. Ne? So. Ohne Strafzettel. Damals ging es noch. Ne? Wenn heute runterfährst, also letzte Fahrt, die ich jetzt gemacht habe, hier 2020, habe ich 6 Strafzettel gehabt. 6 Stück, 3 Stück hin und 3 Stück zurück. Toll, ne? 2018 ging es noch. Ohne Strafzettel. Gut, dann kamen wir hier abends an und ja, die Familie war ja schon hier, hat ja schon den Zaun drum zu jetzt gemacht dann. Ne? Die waren ja schon fleißig am Arbeiten. Und dann erste Mal hier über die Farm drüber gelaufen, hier stolze Verrang über sein Grundstück. Ja, sein Grundstück, ihr weißt, ne, man weiß ja schon, ist ja Frau jetzt, ne, so, aber egal. Man fühlt sich ja trotzdem als Eigentümer hier, ne, so. Erste Mal dann über die Farm dann da geschritten. Schwager war ja auch dann hier da, hat er stolz gezeigt, was er da mit dem Zaun gemacht hat, ne, wo sie am Arbeiten waren. Haben sie auch gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Und muss ja denken, wo sie das jetzt hier gemacht haben, da ist ja hier Sommerzeit, ne? Also Songkran im April ist ja Bullenhitze hier. Ne? Da haben sie ganz schön was geleistet in der Hitze da ringsrum um die 16.000 Quadratmeter Grundstück jetzt einen Zaun gezogen, alle Pfosten rein zementiert, Stacheldraht drum zu jetzt gemacht. Ne? War also schon viel, viel Arbeit. Ne? Okay, auf jeden Fall das erste Mal hier um die Farm drum zu jetzt gelaufen, ne? Ganz stolz, ist klar. Ne? So. War ein schönes Gefühl, muss ich sagen, dann endlich hier Deutschland den Rücken gekehrt zu haben und in Thailand dann angekommen zu sein. Und man fühlt sich gleich viel freier, viel wohler, viel besser, muss ich sagen. Ne? Das war doch ein schönes Gefühl. Und man konnte sagen, ja, ich wohne jetzt hier. Schon, hat schon was, muss ich sagen.
Ja gut, das waren die ersten Tage. Erste Umgehung vom Grundstück habe ich ja auch schon hier im Video schon mal eingestellt, wie es hier damals aussah. Könnt ihr mal so gucken. Und dann sind wir dann abends ins Bett gefallen, todmüde. Ein Bett stand noch hier. Hat die Tante noch stehen gelassen hier. Also hier war noch ein Bett drin noch mit einer steinharten Matratze. Ne? Aber war ja scheißegal. Ne? Hauptsache, ich konnte hier mal schlafen. Ne? Also schlafen konnten wir schon hier. Und sonst war noch nichts hier. Also wir hatten hier noch keinerlei jetzt Möbel hier. Doch, ich habe schon Fernseher, habe ich schon gekauft hier. Mein 65 Zoll, da habe ich ja schon gekauft hier. Über das Internet, der stand auch schon da. Und sonst war noch nichts hier. Ne? Die Sachen, die wir noch im Kofferraum hatten, da hier von wegen Pfanne, Töpfe, Gläser da, das haben wir dann noch ausgeräumt, dass wir dann hier, dass meine Frau dann hier was kochen konnte, ne? Nächsten Tag Frühstück machen und so. Und dann sind wir einkaufen gegangen hier, Möbel kaufen. Aber das machen wir dann nächste Mal. Gut, das war's für heute. Viele Grüße, der Uwe aus Thailand. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Und tschüss.